So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivolos Let's Play. Eine neue Runde Space Astronomy. Und bei mir mit dabei der Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Und der Street Digger 2. Gut. Ja. Beim letzten Mal. Logic Prozessor und Engineering Prozessor. Wir haben uns das Ganze ja nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie wir die Quest dann abschließen können. Wir haben dann nochmal überlegt, wie war das noch damals, was haben wir damals für Tipps bekommen. Okay, wir haben den Tipp bekommen, wir cheaten uns das Ganze rein. Also halt dann nochmal 4 und 2. Wir haben den Client beendet, wir haben den Client neu gestartet. Nichts passiert. So, jetzt hat uns der, ich glaube, der Kannemann, beziehungsweise Marcel Oenning, so steht er immer unter unseren Videos. Der hat uns den supergeilen Tipp gegeben, wenn einer OP ist, dann möge er doch bitte in den Chat einfach reinschreiben, HQM, also / HQM, edit. Habe ich dann natürlich auch gleich zweimal falsch geschrieben oder so. Und dann habe ich es noch zweimal geschrieben und da passierte nichts. Und dann sagt Klaus mit einmal, ah, ich habe ein Buch. Ich gucke so, ah, ich habe ein Buch. Und zwar Questbook OP Edition. So, was haben wir gemacht? Hier steht Hold Shift and Click on Quest und bla bla bla, ne? So, ist dann halt resettet. Wir haben das Ganze jetzt halt gemacht. Ich habe eben, weil ich zweimal das Buch mir versehentlich gecheatet habe oder da halt bekommen habe. Wir haben diese Quest jetzt halt beendet über diesen Weg. Wir holen uns jetzt den Reward noch ab und bei mir geht's jetzt weiter. Creating a basic ME system. Ich muss dazu sagen, ME2. Ja, das hat, Energy Acceptor. Ich glaube, das hat bei mir noch keiner so recht gesehen, ne? Dass ich mal ein ME2 aufgebaut habe. Nee, glaub nicht. Ja, das hat auch so seinen Grund. Ich hasse Applied Energistics 2. Wie Pest. Okay, wir brauchen als erstes einen Energy Acceptor. Der ist dafür da, um andere Energien zu akzeptieren. Und den bauen wir wie? Mit einem Fluxcrystal, ein bisschen Iron und Quarzglas. Haben wir Quarzglas? Nö. Netaquarzdust, Zertusquarzdust. Haben wir Netaquarzdust? Also Quarz haben wir alles da, ja. Bloß noch nicht pulverisiert. Okay, wo haben wir denn das Zeug drüben, ne? Ja. Into the Lagerhause. Into the Hause. Dann wollen wir doch mal sehen, wie weit wir da kommen und ob wir das denn hinkriegen. Ich glaube, ich habe irgendwie... Ach nee, doch nicht. Schon gut. Ich war gerade... Hast du eigentlich noch so eine Capacitor-Bank vom letzten Mal? Die sind alle bei der Query geblieben. Ja. Warum? Weil ich bräuchte mal vielleicht ein, zwei. Ja, dann musst du jetzt halt blöderweise dahin laufen. Ja, ist okay. Mach ich dann gleich mal, wenn ich viel schlafen hab. Ja, du machst das schon mit dem Schlafen. Ja. Da steht die Rakete. Das sieht ja aber frühestens morgen. Weil der gute Klaus will auch mal was Sinnvolles tun. Deswegen habe ich gesagt, danke. Deswegen habe ich gesagt, flieg du mal. Aha. Ich bin so ein bisschen Buzz Aldrin-like, ne? Nee, ich fliege lieber ein bisschen drumrum. So. Hast du einen Waypoint für die Query? Ja. Quarry? Ja. Ja. Ah, Enderperle. Hab cool. Ich. Ja, wärst du auch so nett und, ja, nicht. Natürlich. Du hast gefragt, ob ich einen hab. Ja, natürlich habe ich einen. So, das ist X864. Oh, achso, jetzt war ich zu langsam. Warte mal, neu. X824. 864. 864. Z-351. 351. Ja, Höhe kannst du irgendwas hinschreiben. Ja, okay. 125. Jo. 0,38 krass. Periode. Im dritten Haus des Wassermanns. Mhm. Und ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee eingekippt. Sorry, Safe. So, dann teleportiere ich mich einfach mal dahin und falle erstmal tief. Ja, was gibt's da auch so eine... Ja. Schön. Welche Höhe hast du denn angegeben? Hä? Welche Höhe hast du denn so angegeben? 80 rum. Da hättest du aber gar nicht sterben dürfen. Ja, eigentlich nicht, ne? Gut gemacht. Ja, war gut. 10 Leben nur noch. Edits. Nur noch 10 Leben. 80, safe, teleport. guck mal da. Toll. Toll, diesmal. Ein Grab. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn du jetzt wieder stirbst, ne, dann Polen aber auf, mein Freund, das sag ich dir. Ach ja. Ja, ach Mensch, du, es ist immer wieder.
Ja, gell? Es ist immer wieder. Immer wieder. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich an mein Programm nicht rankomme. War dann weg Programm. Hier! Oh, mein Brustpanzer ist kaputt. Sowas. Na, komisch. Ja. Ah, nee, da ist er doch. Ich hoffe, jetzt geht das weiter mit Musik. Also, Entschuldigung dafür, aber ich bin noch nicht so ganz firm in dem Programm. Zeige Hauptfenster. Geht doch. Was ist denn los mit dir? Spielst du das jetzt auch? Jetzt spielt er das. Ja, gut, ich musste mich da halt nochmal irgendwie ein bisschen, also, ist jetzt halt nicht so toll. Was machen wir mit der ganzen Quarry? Ja, irgendwie demnächst rüberbringen, ne? Also nochmal anschmeißen, würde ich sagen, und dann leer machen da, wo sie steht. Weil ich glaube, wenn du sie jetzt abbaust, ist sie weg. Ja. Denn ich glaube, die ist auf Single-Use gesetzt. Das klang, ich weiß nicht warum, aber es klang gestern, als ich sie gestellt hatte, für mich natürlich gestern, für euch vor ein paar Tagen, da klang es so komisch, das hat sogar einmal ganz komisch geknallt. Hä? Okay. Hä? Irgendwas fehlt mir. Hä? So, Waypoints, Zoome. Achso, einen soll ich davon herstellen, ne? Ja. So, ach, mir fehlt natürlich Eisen, Ironore, haben wir hier. Sehr gut. Ironore. Ey, man kann tatsächlich so eine halbe Folge damit verbringen, so einen scheiß Energie-Acceptor zu bauen. Ja, das geht. So, ME-Drive. Ich glaube, damit mache ich erstmal weiter. ME-Drive. Ein ME-Drive. Yo! Das war jetzt mal Kabel. Was ist denn das hier? Ein Knupp. Oha. Applied Energetics ist aber ganz schön hart geworden in Sachen... Materialien. Kann das sein? Ja. Wurde auch bitte. Etwas der Schwierigkeitsgrad angehoben. Was gibt's da jetzt? Quarzfiber. 3 Stück. Bitte nicht zu viel, Junge. Ich glaube, ich brauche davon jetzt eh ein paar mehr. So, wupp dich, schwupp dich. Und dann 2-mal diesen Engineering-Prozessor. Dann 2-mal das Kabel hier. Und dann noch ein bisschen Eisen drumherum. Alter Schwede, das ist aber eine Materialienhure geworden, mein lieber Scholli, du. So, 1KME-Storage. 1KME. Da lobe ich mir doch so die alten Zeiten RET1. Da muss ich ja mal sagen, habe ich mir gestern Abend angeguckt. Okay, echt? Jo. Was? Tertusquarz. Haben wir, glaube ich, bei Bodenschätze irgendwie drin, kann das sein? Ja, hui. So. Okay, erstmal den... Wie heißt das Ding jetzt? Komponent. Okay, früher hieß das Ding mal Cluster. Meine ich. Glaube ich. Muss ich mal jetzt mal angucken hier. Ja, dann guck doch. Ja, ich guck. Gucke. Ah ja, genau, der Typ. Ich gucke. Ich gehe nicht im Puff, um zu ficken. Ich gehe, um zu gucken. Ich gucke. Wo du dann wirklich denkst, so, Alter, ey, du gehst ja, wirklich genau. Nicht in Puff, weil du da zu den Damen möchtest. Weil die Damen sagen eher so... User joined your channel. Hallo, Marcel. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Einen wunderschönen. Wir sind am Aufnehmen. Was ist eigentlich bei dir eine Stunde? 20 Minuten. Ja, eine Stunde, ne? Nee, 2. Ah, 2 sogar. Ui. Ah, fast. Eine Story. Ich habe jetzt eine. Oh, nee, ne? 1KME Storage Cell. Und ich habe im Inventar 1KME Storage Cell. Oh, weia. Oh, weia. Ach nee, fängt das jetzt schon wieder an. Oh, weia. Was brauchen wir noch? Ein ME Terminal. Achso, eine denn? Ja. Ja, ich kann es nicht sagen. Terminal. Crafting? Oh, was wollt ihr haben? Terminal. ME Terminal. Hier ist es doch. Oh, was ist das denn jetzt hier alles? Boah, leck. Haben wir hier Glowstone? Ja, guck mal eben niederzeugen. Nö. Oh. Warte, warte, warte. Wir haben irgendwo gehabt. Aufgebraucht. Jetzt? Nee, irgendwo. Da. Da ist doch Glowstone. Siehst du? Nun nehme ich die halt. Ja. Alter Schwede. Warum? Nee, das ist ein Flirt, das ist falsch.
ME-Terminal. Okay, ich fange damit an. Wuppdi schwuppdi, Alter. Boah, ist der Mod jetzt echt aufwendig. Kein Wunder, dass ich den nicht in meinem Let's Play haben wollte. Ja, so nervig oder was? Das andere war viel einfacher. Ja, klar war das viel einfacher, aber du bist ja ruckzuck da dran gekommen. Oh, so ruckzuck war das auch wieder nicht. Naja, komm, du hast ein bisschen Eisen, ein bisschen Quarz gebraucht und dann warst du schon so gut wie dabei, ne? Nieder Quarz, schon wieder. Was ist denn das? Oh, lack, Uschte. Lick mir im Uschte. Uschi. Wie komm ich da denn jetzt ran? Okay, Macerator oder ähnliches. Oh, Junge, Junge, Junge. Warte mal, ich nehme mal gleich den Nieder Quarz mit. Hier haben wir einen Crusher, ne? Den kannst du auch nutzen. Glaube ich. Das ist ein Smelting. Ah, okay, sieht also gut aus. Ja, ne? Ja, ja, sehr schön. Gut, ja, ne? Gut, siehst du? Gut, gut, siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Gut, 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 gut. Siehst du? Gut. Es ist gut. Ja, siehst du? Die Sache ist gut. Siehst du? Gut ist die Sache. Ja, siehst du? Die Tür ist zu. Was? Zu ist die Tür. Kombiniere, kombiniere. Das ist gar nicht mein Büro. Was? Kombinationsgabe. Oh. Ich brauche keine Waffe. Ich ermittle ausschließlich mit dem Gehirn. Ja, nu, Helge Schneider halt, muss man kennen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das kann bloß Helge Schneider sein. Ja, natürlich. Genau. guck dir mal den Thermoanzug an. Den habe ich schon angelegt. Ja, nee, guck mal. Guck mal. Schön, oder? Sieht aus wie ein Schlafanzug. Hä? Oh je. Bei mir ist er ganz normal ausgesehen. Echt? Ja. Okay. Hm. Also er meint, wenn das die Rüstung, hier. Wenn du die Rüstung ausziehst, dann siehst du aus, als hättest du einen Schlafanzug an. Ich habe nicht genügend Platz in der Tasche. Außerdem muss ich hier das ME fertig machen. Ich habe nämlich nur noch 2 Minuten. Ach so, war ja schon. Ich habe nur 2 Minuten Folge hier, Digga. Was? Ja. So, Gott. Und natürlich, die 1K ME Storage Cell wurde nicht erkannt. Versuch's erstmal mit Cheaten. Kannst ja mal gucken hier, ob das richtig ist. Ja. Puh, warte mal. Gehe ich mal ganz kurz in. Achso, dann mach du. Ja. Dann mach du doch. Ja, 1KME. So, hab eine. Nee, doch nicht. Gut. Schade. Dann sieht man hier jetzt. Dann sieht man hier bei mir jetzt, wie das funktioniert. Ihr habt jetzt ja gesehen, was ich für einen Befehl eingegeben habe. Ich gehe jetzt halt auf die OP-Edition. Man sieht, die haben wir gebaut. Es geht nicht. Bob. Und diesmal verschwindet das Buch nicht. Beim letzten Mal ist das Buch verschwunden. Hm. Wupp dich. Und wir sagen, hier, gib uns 5-mal das olle Kabel. Sehr geil. So, creating material faster. Faster! Faster! Ach nee, das war Master. Ja, genau. Master of Puppets. Genau. Crystal Growth Accelerator. Wo setze ich denn die verdammte Kiste jetzt? Ja, da komm. Growth? Zack, zack. Regrowth? Ach, schon wieder? Alter. Fluxblock. Das hängt dir immer noch nach, oder? Es wird auch nie besser werden. Ja, wir brauchen nochmal Flux Crystals. Na, wohl 4 Stück hätten wir. Ja, warte mal, 4 Stück brauchen wir davon. So, ich hab da hinten nochmal eine Kiste hingestellt mit AE2-Zeug, ne? Mhm. Mhm. Ach, gibt's das? Wir haben genau 2-mal zu wenig Flux-Crystals. Mhm. Doch. Ja, dann mach ich mal schnell. Ja, dann mach mal schnell, das wäre cool. Dann kann ich nämlich die Dinger tatsächlich noch bauen. Weil die kriege ich noch reingedrückt in meine 56 Sekunden hier. So, was war das nochmal? Ich weiß das nicht. Redstone, Nederquarz, warte mal, Flux. Flux? Ne, Flu-X, ne? Flu-X. Flu-X. Ja, genau, Flu X. Ein Cerdusquarz, ein Netherquarz, ein Redstone Dust. Ah, ja, genau. Das klingt logisch. Wo haben wir. Aber kein Cerdus mehr. Oder bin ich jetzt. Ja, nee, das habe ich in der Tasche. Guck mal in die Questkiste rein. Da müssten jetzt 51 Stück drin liegen. Was brauche ich denn jetzt noch hier? Wo bin ich denn jetzt bei gewesen? Hier war ich bei. Und 4. So, ich warte jetzt eigentlich nur auf die 2 Dinger, beziehungsweise diesen einen Block. Block. Ah, Block. Oh, Block.
Was machst du denn hier? Piechst du da rein? Warte, urinieren warte. Sie da etwa rein? Nein, tue ich nicht. Warum sollte ich denn das tun? Weiß ich nicht. Sieht so aus mit deinem tollen Hut. Michael Jackson. Ja. Michael Jordan? Ach, ne, ja, warte mal, das muss erst ein aufgeladener Zerto Squad sein. Machen so seid nicht. Seid ihr schon wieder irgendwelche kranken Basiade? Ja, gleich, nein. Später. Nein. Das ist Quatsch. Ach, laber nicht. Wo läufst du denn hin? So, hier. Ins Wasser. Hat er da reingepisst, habe ich genau gesehen. Ja, so. Yay, an Natur. Habe ich gar nicht. Klar hast du reingepisst, alle Sau. Mm-mm. Schön die Urinella umgebunden und reingemiegelt. Ach, Quatsch. Ist Quatsch. Urinella, war das nicht der, der die Löffel verbogen hat? Ja, der hieß Uri Geller, aber Urinella passt genauso hier gut. Hier mit Achat, Stein, Schloss. Stelle 1, 2, 3 zu sagen, ist doch viel einfacher. Ja, das war ein bisschen laut, ne? Aber egal. Das regle ich schon runter. Mache ich eh nicht. So, die nächste Quest bezieht sich dann auf Seeds. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein. Und tschüss. 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 Tschüss.